Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Vorratsdatenspeicherung verhindern sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel endgültig auf Vorratsdatenspeicherung verzichten. Seit vielen Jahren diskutieren wir die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung auf unterschiedlichen politischen Ebenen unter Beleuchtung verschiedenster juristischer und technischer Facetten. Seit Jahren diskutieren wir jetzt um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Auf der einen Seite steht ein scheinbarer Sicherheitsgewinn, dessen Nachweis bis heute aussteht und der sich deshalb in reiner Rhetorik zu erschöpfen scheint. Auf der anderen Seite steht die Freiheit der digitalen Kommunikation auf dem Spiel, die in einer Demokratie unerlässlich ist. Ich meine, wer das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, eine der Säulen des Grundrechtsschutzes im Internet, wer dieses Grundrecht als ein Idyll aus vergangenen Zeiten bezeichnet, der entzieht den Bürgerinnen und Bürgern jede Vertrauensgrundlage. Und durch die Vorratsdatenspeicherung wird intensiv in Grundrechte eingegriffen. Es ist die unverhältnismäßige Speicherdauer, es sind die unbestimmten Speicherzwecke, es ist die Frage, wo die Daten gespeichert werden. Vorratsdatenspeicherung ist ein Mittel der anlasslosen Massenüberwachung der Bürgerinnen und Bürger. Sie ist maßlos, unverhältnismäßig, sie ist unbrauchbar, sie ist weitestgehend nutzlos und sie ist im Übrigen eine Gefahr für die Pressefreiheit und die freie Kommunikation. Und wir lehnen sie daher ab, meine Damen und Herren. Kurz, es ist der Super-GAU für die freie Kommunikation als Grundlage des demokratischen Rechtsstaats. Das alles machen Sie im Lichte der größten Überwachungs- und Geheimdienstskandals aller Zeiten. Das alles, obwohl sich die SPD im Wahlkampf noch dafür aussprach, die Vorratsdatenspeicherung im Zuge des NSA-Skandals ganz neu zu bewerten. Wenn Sie im Bereich der Frage der Überwachung durch die NSA, die zu empören ist und wogegen wir uns wenden, im gleichen Atemzug die Frage der Vorratsdatenspeicherung ansprechen, dann vermischen Sie zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Ich finde es sehr wohl sehr richtig, in diesem Zusammenhang auch über die NSA-Affäre zu reden. Das hat nämlich sehr wohl was miteinander zu tun. Nämlich, dass diejenigen, die die Vorratsdatenspeicherung, also Sie, befürworten, im Kern dasselbe Denken haben, nämlich dass der Zweck die Mittel heiligt. Obwohl der tatsächliche Nutzen einer Vorratsdatenspeicherung für die Strafverfolgungsbehörden nicht nachgewiesen werden konnten, weder von den deutschen Befürworterinnen und Befürwortern, die immer noch, das werden wir bestimmt gleich wieder erleben, mit dem Einzelfall argumentieren. In Augsburg ist vor knapp 5 Jahren ein grausamer Mord passiert. Den für den Gesetzgeber denkbar ungünstigsten Argument. Nur durch die Vorratsdatenspeicherung konnte dieser Mord aufgeklärt werden. Wir müssen unsere Strafverfolgungsbehörden gerade in Zeiten von Internet und Digitalisierung endlich effektive Instrumente in die Hand geben. Ohne die Vorratsdatenspeicherung können weniger Straftaten aufgeklärt werden. Aufklärungen im Promillebereich. Dass es seit dem Wegfall der Vorratsdatenspeicherung zu keinerlei Schutzlücke gekommen ist. In dem Abgleich zwischen Freiheit und Sicherheit. Wer diese beiden Aspekte aber zum Anlass nimmt, eine Balance zwischen Freiheits- und Sicherheitsrechten zu fordern, der liegt jedoch falsch. Die elementaren Freiheitsrechte entziehen sich einer bloßen Abwägung mit sicherheitspolitischen Belangen. Es geht um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Es ist auch gerade unsere Aufgabe als Parlamentarier hier im Deutschen Bundestag, dafür zu sorgen, dass solche Freiheitsrechte auch in Zeiten weltweiter digitaler Kommunikation vital bleiben, dass sie stark bleiben und dass sie nicht mit, wie ich finde, unangemessenen Bemerkungen beerdigt werden. Nicht die Freiheit bedarf deshalb der Rechtfertigung, sondern die Einschränkung selbiger durch die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben es bei jedem Sicherheitsgesetz, das Sie hier eingebracht haben, in den letzten Jahren gehört. Und fast immer mussten Sie sich über die Verfassung vom obersten deutschen Gericht belehren lassen. Die Vorratsdatenspeicherung stellt nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes einen besonders schwerwiegenden Grundrechtseingriff dar. Weil der Eingriff mit einer Streubreite verbunden ist, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt. Karlsruhe warnt in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung zu Recht
vor dem diffusen Gefühl des Beobachtetseins, das durch anlasslose Massenüberwachung entsteht. Lassen Sie uns die Bedenken des Bundesverfassungsgerichts ernst nehmen. Lassen Sie uns gemeinsam eine verfassungsfeste Ausgestaltung einer privaten Vorsorgespeicherung angehen. Es wird Ihnen nicht gelingen, ein Gesetz vorzulegen, das den extrem hohen verfassungsrechtlichen Hürden genügen wird. Eine verfassungskonforme Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung kann es meiner Meinung nach deshalb nicht geben, weil diese in ihrem Kern bereits verfassungswidrig ist. Nicht alles, was juristisch erlaubt ist, bedeutet auch, dass wir es politisch hier machen müssen. In seinem Urteil aber mahnt das Gericht eine Überwachungsgesamtrechnung an, die man bei einem Eingriff mit dieser Streubreite immer mit berücksichtigen muss. Und jetzt können wir uns hier alle einmal gemeinsam ausmalen, wie diese Gesamtrechnung heute im Lichte von NSA, GCHQ und BND aussieht. Viel Spaß bei den Verhandlungen in Karlsruhe im obersten deutschen Gericht, dessen Richterinnen und Richter aus Angst vor Überwachung nur noch Stift und Papier mit in ihre Besprechungen nehmen. Wir nehmen die Probleme ernst. Und nichts ist passiert in dieser Richtung zum Schutze, zum Beispiel von Kindern, die von Kinderpornografie betroffen ist. Sie haben 8 Jahre lang nichts getan. Und jetzt fixieren Sie sich wieder auf ein verfassungsrechtlich massiv dünnes Brett. Wo sind Ihre anderen Maßnahmen, um hier effektiv etwas zu tun? Seit 8 Jahren tun Sie nichts. Ihnen ist, glaube ich, nicht klar, dass es kein Grundrecht auf das Ansehen von kinderpornografischem Material im Internet geht. Das glauben Sie anscheinend, meine Damen und Herren. Dieses Grundrecht der Kinder überwiegt. Und das geht vor dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Herr Kollege. Das geht vor dem Recht auf die Integrität von Computern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ihre gespielte Empörung, die Sie eben an den Tag gelegt haben, sollten Sie einmal vor dem Spiegel der tatsächlichen Realität betrachten, dass es um Rechte von Kindern geht. Ich finde immer gut, wenn man sportlich diskutiert. Bin ich ein totaler Freund von. Aber das überschreitet alle Grenzen. Ja, alle Grenzen. Und ich weise das für alle Beteiligten, die kritisch auf Vorratsdatenspeicherung gucken, zurück, was Sie hier von einem Grundrecht auf das Betrachten von Kinderpornografie bezeichnen. Dann meinen Sie ja, und so anders kann man das nicht verstehen, dass entweder hier welche sitzen oder da sitzen, die ein solches Grundrecht für richtig halten. Und ich rate Ihnen, nehmen Sie es zurück. Ich nehme selbstverständlich nicht zurück, dass es kein Recht auf das Betrachten von kinderpornografischem Material im Internet gibt. Und wenn Sie, wir beide scheinen einer Meinung zu sein, diese Straftaten, die so abscheulich sind, auch so einstufen, dann müssen Sie auch den Polizei- und Strafverfolgungsbehörden das Instrument an die Hand geben. Und deswegen frage ich mich, warum Sie mir im ersten Teil diese Frage gestellt haben. Sie hätten mich unterstützen sollen. Der Aktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung fristet ein Schattendasein. Setzen Sie es endlich um. Auch die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und des Lanzarote-Protokolls müssen schnellstmöglich umgesetzt werden. Sie verwirren mit Begriffen. Wenn wir über Worte sprechen, ist auch der Begriff der Vorratsdatenspeicherung gar nicht der richtige Begriff. Wir sollten viel lieber über eine private Vorsorgespeicherung sprechen. Sie wollen Ängste schüren? Ich gebe zu, ein sperriger Begriff. Man sollte besser von der Totalprotokollierung des menschlichen Kommunikationsverhaltens sprechen. Das ist in der Tat sachlich richtiger. Genau, danke. Sie hofieren als SED-Nachfolgepartei die Stasi-Mitarbeiter wie im letzten Sommer durch Frau Steinke. Und Sie waren selbst aktiver Teil des Überwachungsstaates. Ich? Sie, kleingeschrieben. Ja? Lernen Sie doch daraus. Ich darf vielleicht... Würden Sie zur Kenntnis nehmen können und wollen, dass wir uns mit unserer eigenen Vergangenheit um unserer selber Willen auseinandergesetzt haben, während Sie Mitglieder der SED in ihren Reihen haben, Mitglieder der Blockparteien und deren unrechtmäßig erworbenes Geld.
Die große strategische Herausforderung in den nächsten Jahren wird die sein, dass wir auf der Basis unseres Grundrechtsverständnisses Standards für große Datenspeicherungen gleich welcher Art hinbekommen. Wir brauchen eine Überprüfung von Beförderungswegen und wir brauchen eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit von Providern, Strafverfolgungsbehörden und im internationalen Bereich. Also sowohl für Datenspeicherungen auf der Grundlage staatlicher Befugnisnormen zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, aber auch für die massenhaften Datenspeicherungen im E-Commerce und bei den sozialen Netzwerken. Die Feinde unserer Freiheit sind. Diejenigen wollen wir mit diesem Mittel verfolgen und bestrafen, und wir wollen die Freiheit der Bürger schützen. Die Vorratsdatenspeicherung ermöglicht den gläsernen Menschen. Und das können wir doch alle nicht ernsthaft wollen. Datenschutz muss Völkerrecht werden. Nur so ist der Datenschutz auf Augenhöhe mit weltweit operierenden digitalen Geschäftsmodellen und mit weltweit mobilen Nutzern, aber auch mit weltweit operierenden Geheimdiensten. Es kann keine sichere, exzessive Datensammelei geben. Sie kann nur in einem Punkt sicher sein, indem man es sein lässt. Wir fordern Sie heute nochmal auf. Arbeiten Sie mit uns gemeinsam an effektiven Instrumenten. Nehmen Sie von der Vorratsdatenspeicherung Abstand. Holen Sie sich nicht eine neue Ohrfeige in Karlsruhe ab. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren.